Hallo, Dankeschön fürs Einschalten und willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die hier neu sind, mein Name ist Lara und heute wird das wieder ein Weekly Vlog sein. Das ist etwas, was ich jetzt seit einer Weile für euch monatlich filme. Die letzten zwei Male habe ich euch einfach so über die ganze Woche irgendwoher mitgenommen, aber diesmal habe ich mir für euch was anderes überlegt. Ich habe für euch die ganze Woche lang mein Workout gefilmt. So könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich trainiere und was ich so mache. Also falls ihr mehr darüber erfahren wollt, dann möchte ich euch gerne einladen, weiterzuschauen und ich wünsche euch viel Spaß. Am Montag habe ich einen langen Sonnengruß gemacht. Jede von den Posen habe ich für 5 Atemzüge gehalten. Davor habe ich natürlich ordentlich aufgelockert und aufgewärmt. Das mache ich vor jedem Training. Ein Video zu meiner Aufwärmeroutine in Echtzeit habe ich unlängst auf meinem veganen Channel veröffentlicht und ich habe es unten in der Info verlinkt. Danach habe ich meine Muskeln mit der Faszienrolle massiert. Das tut erstens einmal unheimlich gut und zweitens hilft es mir beim Stretching eine tiefere Dehnung zu erreichen. Ich rolle über jede Sektion, die ich ausmassieren möchte, so circa 15 Mal hin und her. Übrigens, den Rücken ausmassieren mache ich einfach auch so zwischendurch, weil sich das einfach gut anfühlt, besonders für die unter uns, die sehr viel sitzen. Dann das Stretching. Das ist meine Standardroutine, die ich fast immer mache. Manchmal dehne ich etwas intensiver und füge ein paar Übungen dazu. Jeden Stretch halte ich für 2 Minuten und ich atme immer tief in die Muskeln, die ich gerade dehne, hinein. Als ich mit dem Stretching fertig war, habe ich ein paar Übungen an der Stange gemacht. Ich habe länger nicht Pole Dance trainiert oder zumindest nicht regelmäßig und deshalb muss ich mich erst wieder an die Stange gewöhnen und Kraft aufbauen. Meine Höhenangst macht es nicht gerade leichter. Ich bin da leider etwas limitiert, aber Schritt nach Schritt wird es schon wieder. Pole Dance ist generell ein sehr motivierender Sport. Selbst wenn so manches gerade nicht klappt, es gibt immer zumindest ein paar Tricks oder Spins, die funktionieren. Außerdem ist es ein sehr effektives Training, das die tiefe Muskulatur aufbaut. Man kriegt dadurch auch recht viel Kraft in den Armen und ein starkes Core. Heute ist Dienstag. Das wird diese Woche mein Ruhetag sein, denn erstens, ich bin ein bisschen später aufgestanden als geplant und zweitens, ich muss jetzt zur Universitätszahnklinik. Ich brauche ein Röntgen für meine Zahnspange und das wird sich nicht mehr ausgehen und deshalb werde ich heute einfach rasten. Ich muss aber auch sagen, selbst wenn ich genug Zeit hätte heute, hätte ich nur aufgelockert, weil ich gemerkt habe, dass meine Muskeln recht müde sind und dass es schon wichtig wäre, wirklich zumindest einen Tag Ruhe zu machen. Pause einzulegen, damit sich die Muskeln erholen können. Das ist sehr wichtig. Man muss da wirklich lernen, auf den eigenen Körper zu hören. Und wenn man merkt, dass die Leistung eher nachlässt und das alles irgendwie so empfindlich ist, schon an der Grenze zum Wehtun, dann ist es wichtig, wirklich 1, 2 Tage Pause zu machen, weil die Muskeln die Zeit wirklich brauchen und meistens geht dann einiges wieder weiter, nachdem sich die Muskeln erholt haben. Heute ist Mittwoch. Ich habe nicht direkt in der Früh trainiert, ich werde erst jetzt trainieren, denn wir waren schon draußen mit dem Herkules. Er hatte einen Tierarzttermin. Wir sind heute Blut abnehmen gegangen, denn dadurch, dass der Herkules heuer schon 14 wird, mag ich ganz gerne regelmäßig seine Blutwerte zu checken und heute war es wieder mal soweit
Und wir haben dann einen schönen Spaziergang gemacht. Also deshalb habe ich nicht gleich in der Früh trainiert. Ich werde jetzt ein bisschen auflockern und dann werde ich joggen gehen. Ich bin schon angezogen. Dadurch, dass es draußen so schön warm ist, habe ich heute einfach nur eine Dreiviertel-Legging an, ein Tanktop und dann so ein dünnes Langarm-Shirt. Zuerst habe ich also aufgelockert. Das mache ich wirklich brav vor jedem Training. Und wie schon erwähnt, meine Aufwärmroutine ist unten in der Info verlinkt und ich verlinke sie hier auch noch in der rechten Ecke. Ich habe mir auch wirklich angewöhnt, eine bestimmte Reihenfolge beim Aufwärmen durchzugehen. So kann ich sicher sein, dass ich wirklich den ganzen Körper aufgelockert und aufgewärmt habe. Das Ganze beugt Verletzungen vor, fühlt sich auch noch dazu sehr gut an und meistens, wenn ich gerade so richtig demotiviert bin, sobald ich anfange aufzuwärmen, kriege ich so richtig Lust auf Sport und dann mache ich einfach weiter. So, ich hoffe, Fashion Police ist nicht draußen, weil ich habe diesen Fanny Pack da, dieses Bauchtasche. Ist vielleicht nicht unbedingt super schick, aber super praktisch. Ich habe das, glaube ich, vor einem Jahr beim entweder Chibo oder Elusho gekauft. Das ist aus einem Funktionsmaterial. Und das Coole ist, ich kann das Handy auch hier bedienen dadurch, also durch dieses, ich gehe näher, dann könnt ihr das sehen. Also es hat so eine Folie und da kann ich eben Musik abspielen oder stoppen, muss ich es nicht rausnehmen. Ich habe drinnen meine Schlüssel, eine Bankomatkarte. Hier habe ich eine Einkaufstasche, weil am Weg nach Hause muss ich dann kurz beim DM vorbeigehen und jetzt gehe ich joggen. So, ich bin zurück. Die rosa Wangen verdanke ich jetzt nicht meinem Blush, sondern dem Joggen. Es hat super getan. Es ist auch wirklich wunderschön draußen. Ich laufe 2,5 Kilometer. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ich finde, das ist schon ganz okay, wenn man es regelmäßig macht. Und ins Schwitzen bin ich auch gekommen. Und ich finde, es muss nicht immer wahnsinnig weit sein. Es ist eher besser, kurze Strecken zu laufen, aber zumindest regelmäßig, weil dann bewegt man sich regelmäßig und das ist alles, um was es mir persönlich geht. Ich laufe immer bis zu einem bestimmten Punkt, dort bleibe ich kurz stehen und putze meine Nase und dann laufe ich zurück. Und die letzten paar Male musste ich am Weg zurück ein paar Verschnaufspausen machen. Das war heute das erste Mal nicht notwendig. Also ich bin dann wirklich die ganze Strecke zurück ohne Pausen gelaufen, also langsam wird's. Und dann war ich, wie schon vorher erwähnt, beim DM und ich bin da auch kurz zum Billa gegangen, ein paar Kleinigkeiten fürs Mittagessen zu kaufen. Und jetzt werde ich foamrollen und dann werde ich stretchen. Das Foamrollen werde ich kurz halten, denn davon habt ihr schon am Montag einige Eindrücke gesehen. Danach habe ich wieder gestretched. Diesmal habe ich ein paar Übungen dazu gemacht, aber sonst ist das Stretching wie am Montag verlaufen. Das heißt, jeden Stretch habe ich 2 Minuten lang gehalten. Und ich habe versucht, in die Muskeln tief hineinzuatmen. Nach dem Stretching bin ich kurz in den Spagat reingegangen, so weit wie ich aktuell komme. Und habe den Stretch für jede Seite und für die Mitte kurz gehalten. Heute haben wir den Donnerstag. Und da ich gestern laufen war, werde ich heute nicht sonderlich viel für die Beine machen. Ich habe eigentlich heute vor, vor allem Bauchübungen zu machen. Ich werde zuerst aufwärmen, dann mache ich eine Sun Salutation und dann fange ich mit dem Training an. Übrigens, das hier ist mein Outfit. Das ist so ein Einteiler aus Jersey. Ich habe 2 davon, die habe ich mir letztes Jahr im Sommer genäht. Und auf meinem DIY-Channel gibt es für diese Einteiler ein Tutorial. Also ich werde euch das Video unten verlinken. Als erstes habe ich klassische Crunches gemacht, 20 Stück davon. Dann habe ich immer das Becken gehoben, die Beine hinter dem Kopf auf den Boden abgelegt und das Ganze zurück, 10 Mal. Am Ende habe ich die Beine kurz nach oben gehalten, weil es sich einfach so gut anfühlt. Als nächstes habe ich
für jede Seite im seitlichen Plank das Becken ca. 10 Mal gehoben. Nach dem letzten Heben habe ich jeweils für 5 Atemzüge mit dem gestreckten Arm gehalten. Dann habe ich Bicycle Crunches gemacht, 20 Stück für jede Seite, also 40 insgesamt. Brücke mit dem Becken 20 Mal insgesamt, das ist eine super Übung fürs Popo. Und zu guter Letzt habe ich dann auch noch je 15 Hydranten für jede Seite gemacht. Diese Übung ist wunderbar, um die Dellen in den Hüften wegzutrainieren. So, ich bin mit dem Training fertig. Es war eigentlich kein so richtig langes Training, aber ich fühle so ein richtiges Brennen im Bauch und das ist ganz gut. Und jetzt werde ich nur mal stretchen und das war's mit dem heutigen Training. Heute ist Freitag. Ich habe gerade meine Tasche gepackt, weil ich zum Balletttraining gehe. Ich habe jeden Freitag jetzt Balletttraining am Vormittag. Ich darf leider beim Training nicht filmen, aber ich nehme die Kamera trotzdem mit und zeige euch mein Kästchen. Und dann zeige ich euch, wo ich dann nach dem Training noch dehne. Zum Balletttraining fahre ich mit der U-Bahn. Ich lese ganz gerne in der U-Bahn. Ich versuche, weg von Social Networks zu bleiben und lieber einfach ein Buch zu lesen. Und dann gehe ich immer ein Stück zu Fuß durch die Stadt. Das ist immer ein voll schöner Spaziergang. Weiter geht's dann noch 2 Stationen mit der Straßenbahn. Und dann bin ich auch schon auf der Sportuni. Ich miete schon seit Jahren ein Kästchen. Ich habe drinnen meinen Foamroller, das ist die kleinere Version von dem, was ich zu Hause habe. Dann habe ich auch noch drin meine Balletschläppchen, eine Bodylotion, Deos, Seife, festes Parfüm, ein paar Stulpen und eine Plastikflasche, denn im Saal darf man keine Glasflaschen verwenden. Ich habe auch noch drin ein Täschchen mit ein paar anderen Kleinigkeiten und einige Kleiderbügel. So, hier sind wir im Keller. Hier sind die verschiedenen Turngeräte und andere Turnsäle. Und ich hole mir immer eine von diesen Yogamatten, lege die irgendwo hin in ein ruhiges Plätzchen und dann tue ich einfach ein bisschen aufwärmen und später auch noch einmal ausdehnen. Nach dem Aufwärmen geht's dann immer zum Training. So, ich bin fertig mit dem Balletttraining. Jetzt bin ich wieder im Keller, habe mir wieder eine Matte geholt, werde jetzt ein bisschen auf den Foamroller ausrollen und dann werde ich stretchen. Mein Stretching habt ihr schon gesehen, das heißt, ich melde mich wieder morgen. Guten Morgen, heute haben wir den Samstag. An sich hätte ich heute vorgehabt, einen Ruhetag zu machen, weil ich langsam merke, dass meine Muskeln müde werden und ich wollte dann erst wieder morgen trainieren. Aber wir haben für morgen schon einiges vor. Morgen kommt unser Sohn mit seiner Freundin zum Frühstück. Das machen wir ab und zu. Wir laden sie immer zum Frühstück ein und da mache ich Pfannkuchen mit frischen Beeren. Wir sitzen dann immer eine Weile und labern und das ist immer ganz nett. Und am Nachmittag werde ich morgen eine Freundin treffen. Wir gehen auf einen Veggie-Burger und sie hat mir geschrieben, sie hat so viel zu erzählen. Das heißt, es könnte etwas länger dauern und da weiß ich nicht, ob ich dann wirklich Zeit und Lust zum Trainieren haben würde. Und deshalb habe ich beschlossen, doch heute zu trainieren. Ich habe aber vor, eher ein leichteres Training zu machen. Ich werde kurz aufwärmen und dann habe ich vor, ein paar Übungen an der Stange zu machen. Normalerweise ist es immer so ein Ding mit der Stange. Ich nehme mir immer vor, wirklich nur so 15-20 Minuten zu turnen, aber dann denke ich mir, oh, du könntest noch diesen Spin machen und diesen Trick hast du nicht lange probiert und schau mal, ob das noch geht. Und dann wird es immer zu einer Stunde. Also ich werde mich heute hüten davor. Ich werde schauen, dass es wirklich nur kurz wird. Und dann habe ich vor zu stretchen. Ich habe mir nämlich ein Yoga-Wheel gekauft und möchte mich so langsam rantasten. Ich habe das Ding noch nie benutzt. Ich folge Anna Yoga Wheel auf Instagram. Die Anna wohnt in Frankreich und postet fast täglich Fotos mit Übungen mit ihren, also von Übungen mit ihrem Yoga Wheel und ich finde das eigentlich recht hilfreich.
Und da habe ich mir ein paar Sachen abgeschaut und so auch im Internet gelesen. Und bei dem Yoga Wheel war auch noch so eine Broschüre mit ein paar Bildern. Also ich werde einfach ein paar Dinge probieren. Und ansonsten werde ich einfach nur so ein paar Stretches machen. Also das wird mein heutiges Training. Da ich am Freitag durchs Balletttraining sehr viel Beintraining gemacht habe und dann auch intensiv meine Beine gedehnt habe, habe ich am Samstag vor allem meinen Rücken und die Schulter gedehnt. Das Yoga Wheel ist für mich ungewohnt. Ich habe es eigentlich hier mit euch das erste Mal überhaupt verwendet. Aber ich habe einfach verschiedene Dinge probiert und lerne es langsam zu verwenden. Bei den Rückenübungen finde ich das Yogarad schon ganz toll, da ich mich so richtig drauflegen kann und somit kann ich die Stretches auch wesentlich länger halten, weil es dadurch weniger anstrengend ist, als wenn man die Posen mit der eigenen Kraft halten muss. So, das war also mein heutiges Training. Hat sich ganz gut angefühlt, vor allem das Rückendehnen. Ich tue wahnsinnig gerne meinen Rücken stretchen, aber ich kann wirklich jedem nur empfehlen, falls er da erst damit anfängt, macht das einmal langsam, weil wenn man so richtig sofort intensiv tut, dann könntet ihr mega Rückenschmerzen am nächsten Tag haben und mit Rücken ist nicht zu spaßen. Also lieber vorsichtig in eurem eigenen Tempo und eher Schritt nach Schritt. Und falls ihr irgendwelche Rückenprobleme habt, lasst das zuerst von einem Arzt checken und schaut mal, was ihr überhaupt machen dürft. Ja, und das war mein heutiges Training. Heute haben wir den Sonntag und wie schon gestern angekündigt, wird es heute mein Ruhetag sein. Das heißt, heute wird gar nicht geturnt, kein Sport, ich werde einfach nur faul sein. Und ich gehe heute am Nachmittag mit einer Freundin einen Veggie-Burger essen, darauf freue ich mich schon. Und wir werden vielleicht nur ein bisschen spazieren, aber das war's auch. Und somit endet auch unser Weekly Vlog. Ich wollte dazu auch noch ein paar Worte sagen bezüglich Routine. Die Tage, an denen ich diese Woche trainiert habe, sind jetzt nicht unbedingt fix. Der einzige Tag, der immer gleich bleibt, ist mein Balletttraining am Freitag. Und die restlichen Tage teile ich mir einfach je nachdem, wie sich's ergibt. Erstens einmal von der Kraft her, manchmal spielt das Wetter auch eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel laufen gehen möchte und ich sehe die Wettervorhersage und es sagt, am Montag wird sonnig und den Rest der Woche soll es regnen, dann gehe ich schnell noch am Montag joggen und dann trainiere ich einfach zu Hause für den Rest der Woche. Und manchmal, wenn ich so richtig intensiv trainiere, kann es schon sein, dass ich dann statt einen Ruhetag sogar zwei Ruhetage hintereinander habe. Ich höre da einfach sehr auf meinen Körper und schaue, was ihn einfach gut tut. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt fix, das war einfach diese Woche so und das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie oft trainiert ihr pro Woche, was ist euer Lieblingssport, was macht ihr so gern. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, vergisst nicht auf ein Däumchen hoch, das hilft dem Kanal sehr. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich poste meistens an den Sonntagen ein Video und wenn es geht, dann auch noch zusätzlich am Mittwoch. Und unten habe ich euch wieder meine Instagram-Accounts verlinkt, meine weiteren Channels. Dann gibt es unten irgendwelche Discount-Codes, die ich zurzeit für euch habe, ein paar Affiliate-Links. Musik, die ich in meinen Videos verwende, liste ich auch immer unten und ich überlege mir ein paar Videos oder Playlists, die für euch interessant sein könnten und das schreibe ich dann auch noch einmal drunter. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich habe euch ganz doll lieb und freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis bald. Tschüss.